Heute Morgen bei mir Max Wilhelm im Studio. Was machst du eigentlich am Freitagabend? Guten Morgen, Rudolf Schatzalfeld. Am Freitagabend, nächste Woche. Ach nee, wir sind ja schon in dieser Woche. Ha. Am Freitagabend habe ich mir überlegt, ich gehe mit meinen Jungs aufs Altstadtfest. Und wenn noch ein bisschen Platz ist, so im Zeitprogramm und auf der Bühne, dann werden wir mal so ein paar Lieder spielen. Ein paar, wir sehen dein komplettes Programm, hoffe ich doch. Na, wir sehen eine Stunde Programm und dann hauptsächlich neues Programm, Lieder, die noch keiner kennt. Und wir sind da natürlich sehr gespannt, wie es den Leuten gefällt. Und Station der Sehnsucht ist abgehakt. Kommt jetzt was Neues, oder? Abgehakt nicht, wir machen das schon noch, aber jetzt haben wir erstmal Hauptaugenmerk auf die neue Platte gelegt, die Mitte Oktober rauskommt dieses Jahr. Und Du darfst ruhig, es ist keine Werbung. Du darfst jetzt mal sagen, wie die heißt. das wissen wir noch nicht genau. Aber wir arbeiten Wir arbeiten dran. dran, ja. Ja. Die Haupt, also 90% der Lieder sind jetzt fertig, gehen dann zum Mix und Master und dann kommt noch die Covergestaltung und dann sind wir gespannt, wie es wird. Das Wort Cover hätte ich jetzt in einem anderen Zusammenhang gerne gebraucht. Wir hören also über die Hälfte des Programms eigene Titel von euch. Genau, also wir werden vielleicht das ein oder andere Lied von dem Ostrock-Programm spielen, einfach so. Freuen sich ja auch die Leute drauf. Man muss ja sagen, du Genau. supportest Karussell. Genau. Aber es ist natürlich wichtig für uns jetzt, dass wir gerade bei so einem Stadtfest, weil wir schon mehrmals dabei waren und gerade weil auch so viele Leute da sind, dass wir da zeigen, was wir so die letzten 2 Jahre gemacht haben, weil letztes Jahr haben wir ja nicht gespielt zum Altstadtfest. Und ja, genau. Du bist ja sowas, was dazu gehört, wie so ein Regenguss zum Tanz- und Folkfest, gehört eben der Max auf das Altstadtfest. Also du bist ja zum vierten Mal eigentlich schon dabei, ne? Das wird dieses Mal das fünfte Mal. Das Ja? fünfte Mal sogar, ja. Das erste Mal ganz alleine mit Akustikgitarre, dann im Akustiktrio, dann wieder mit E-Gitarre. Dann aber die große Bühne, jetzt richtig vor den Leuten, die... Die? Ach so, ja, genau, dann. Ja, die großen. Ja, dann vor Silly. Das Jahr drauf dann mit dem Ostrock-Programm, Ostrock-Legendenstation, der Sehnsucht vor Keimzeit. Dann ein Jahr Pause, um den Leuten auch tatsächlich was Gutes Neues zu bieten. Und dieses Jahr dann vor Karussell mit dem neuen Programm. Also eingeschrumpft und was Neues gemacht. Genau. Also am Freitag, am 27., so kurz nach 8, alle Leute nach Rudolstadt kommen, denn da spielt kurz nach 8. Maximilian Wilhelm und Band. Ganz toller Tipp. Und damit die Leute jetzt auch mal horchen, was du für Mucke machst, hauen wir mal eine Scheibe hier in den Player. Was hast du uns mitgebracht für einen Titel? Ich habe einen ganz neuen Titel mitgebracht. Es ist noch, ja, es ist gerade ganz frisch fertig geworden. Den gibt es auch noch nicht auf Scheibe, oder? Gibt es Ne? noch gar nicht. Erst ab Oktober oder halt dann am Mai, am 27. Oder bei Radioactive Rock. Genau. Der Titel heißt Bist du da? Komponiert von uns und der Text ist diesmal ist ganz witzig. Wir haben jetzt ein paar Fremdtexte bei der neuen Platte dabei. Der Text ist von Werner Karma. Einige werden lauschen und spitze Ohren haben. Genau, Ostrock. der Rockpoet. Ja. Und ja, der hat für uns auch drei Titel entworfen, hat die uns geschickt und sie finden alle drei wahrscheinlich auf die Platte. Und das ist eins davon. Dann vielen Dank, dass du zu einer musikerunfreundlichen Zeit bei mir heute Morgen im Studio warst. Einen schönen Tag, eine geile Woche. Und wir freuen uns alle, wirklich alle, auf Freitag. Auf. Sehr schön. Maximilian Wilhelm und Band.